Können wir eigentlich auch unseren Hintern verletzen? Das ist doch nicht mein Kopf! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen realistischen Minecraft-Modifikation mit mir, eurer bezaubernden Krankenschwester, dem Lukopa. Vielen Dank, dass ihr euch auch heute wieder einliefern lassen habt. Genau. Ja, ich habe nämlich in meinen Kalender geschaut und gesehen, dass ihr einen Termin bei mir habt. Und demnach möchte ich euch heute die erste Hilfemod in Minecraft präsentieren. Eine Mod, die nochmal für ein ganz neues, realistisches Gesundheitssystem in Minecraft sorgt. Es ist wirklich der Hammer. Haltet eure Tabletten fest. Es wird großartig. Demnach befinden wir uns auch hier passenderweise in einem Krankenhaus und hier möchte ich euch diese Mod mal zeigen, ja? Ich gehe mal ganz kurz aus dem kreativen Modus raus, damit ihr seht, worum es hier überhaupt handelt. Und zwar wird unsere ganze Herzleiste komplett überarbeitet. Wir haben nicht mehr unsere klassische Herzleiste am unteren Rand des Bildschirms, sondern die Herzen wurden auf verschiedene Regionen unseres Körpers aufgeteilt. Und das ist großartig. Ich meine, ich habe schon so viele Mods gesehen und vorgestellt, aber das ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Das heißt, und jetzt kommt es, wenn wir zum Beispiel uns von einem Krankenhausdach herunterstürzen lassen, kann es auch mal vorkommen, dass wir unseren Fuß brechen und demnach bekommen wir einen passenden, konstanten Slowness-Effekt, ja? Und es hilft auch nicht, wenn wir jetzt Fressalien in uns reinstopfen, sei es zum Beispiel Steak oder irgendein Apfel, damit diese Herzen wieder regeneriert werden. Nein, wir brauchen tatsächlich Medizin, sprich Pflaster, Morphium, um uns wieder auf die Beine zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist einfach großartig und sorgt nochmal für ein ganz neues Erlebnis in Minecraft, ne? Demnach folgender Fahrplan und jetzt kommt es, wir sind hier in einem Krankenhaus und wir müssen uns hier versuchen, irgendwie an verschiedenen Stellen, sei es zum Beispiel hier im Lavawasser, uns Schmerzen hinzuzufügen und wir gucken einfach mal, welche Effekte wir erhalten, wenn wir verschiedene Körperregionen verletzen. Das wird sicherlich sehr, sehr spaßig. Ja, genau. Dann habe ich im Übrigen hier, wir werden uns gleich klassisch erstmal vom Krankenhausdach herunterstürzen lassen. Wir haben hier auch ein Wartezimmer mit einigen Patienten, die nur darauf warten, dass ich diese behandeln werde. Ich habe ja auch ein ganz tolles Stethoskop in Form eines Diamantschwerts. Das wird sicherlich auch sehr witzig. Dazu kommen wir dann in Kürze. So, bevor wir uns jetzt vom Dach runterstürzen, brauchen wir natürlich jetzt schon mal ganz vorsorglich, ein bisschen medizinische Versorgung. Das heißt, es gibt hier unter anderem ein Verband, craftbar mit Wolle und Strings. Dann haben wir hier ein Pflaster, etwas günstiger, ebenfalls craftbar mit Wolle und Strings. Und dann haben wir hier das gute Morphium, demnach Schmerzmittel gibt es natürlich auch im echten Leben, quasi Ibuprofen hoch 100. Damit können wir auf jeden Fall unsere Schmerzen lindern. Craftbar mit fermentiertes Spinnenauge und so wie Glas, eine Glasflasche, werden wir natürlich gleich auch zu uns nehmen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Schmerzen lindern mit dieser Flasche. Gibt es das Ding eigentlich auch als Augentropfenformat? Denn ich war letztens auf der YouTube-Trendseite und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Drang, mir selber Ibuprofen ins Auge zu kippen. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Okay, jetzt geht's direkt los. Wir werden uns direkt mal vom Krankenhausdach herunterstürzen lassen. Hals- und Beinbruch einfach runtergesprungen und zack, schon haben wir unseren linken Fuß gebrochen. Yay! Ganz ehrlich, macht ja nichts. Ich meine, ich bin sowieso den ganzen Tag am Computer. Ich brauche meinen Fuß nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt, da wir den Fuß gebrochen haben, einen konstanten Langsamkeitseffekt, der sich regelmäßig auf 9 Sekunden wieder resettet. Das seht ihr hier auch schon. Um diesen Effekt zu entkommen, müssen wir natürlich unseren linken Fuß regenerieren. Das funktioniert, wie gesagt, nicht, indem wir Steak in uns reinfuttern. Nein, wir brauchen tatsächlich entweder ein Pflaster oder ein Verband. Einfach zur Hand genommen, einen Rechtsklick ausgeführt. Das hier ist unsere Krankenkarte. Ziemlich witzig. Hier einfach das WWchen ausgewählt. In dem Fall unser linker Fuß. Und jetzt wird dieser wieder langsam regeneriert. Und keine Sorge, wir müssen jetzt nicht stehen bleiben oder sowas. Können weiterhin wie ein junger Spund hier rumhüpfen. Wir brauchen halt eine halbe Ewigkeit, bis wir wieder ein paar Herzen gutgeschrieben bekommen, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr realistisch gehalten, ziemlich cool gemacht. Damit wir die Schmerzen schon mal im Vorfeld lindern können, denn gerade im Kampf ist das natürlich besonders ekelhaft, wenn man an Langsamkeit, Mining Fatigue oder an Nausea oder Blindheit leidet, können wir ganz einfach Morphium zu uns nehmen. Das beschert uns keine Herzen, aber wir können tatsächlich die Schmerzen lindern. Es ist einfach ganz toll durchdacht und in dem Fall haben wir jetzt für 3 bis 4 Minuten Morphium zu uns genommen und wir bekommen keine negativen Effekte in diesem Zeitraum, selbst wenn wir alle Beine gebrochen haben, wenn unser, ja, wenn unsere Arme auch verstaucht sind oder sowas, wir bekommen einfach gar keine negativen Effekte mehr. Bevor wir jetzt im Krankenhaus weitermachen, ich habe hier noch einen Kaktus gesehen, der ist mir schon die ganze Zeit, Achtung, ein Dorn im Auge, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, ich werde mal wie ein Stier da einfach mal gegenrennen, zack, und dann gucken wir mal, okay, das war der Torso, demnach haben wir unseren Körper verletzt, jetzt sind wir tatsächlich mit dem Kopf gegengekommen.
genommen. Man hört ein sehr, sehr spannendes Herzklopfen und wir werden für wenige Sekunden blind. Boah, das ist richtig, richtig gut. Ohne Mist. Ganz kurz noch oben links. Kopf und Torso haben andere Herzen. Das liegt daran, dass das kritische Zonen sind. Sehr empfindliche Zonen. Das heißt, mit einem kaputten Bein, mit einem kaputten Arm können wir weiterhin ohne Probleme Minecraft spielen, außer dass wir halt konstante Buffs bekommen. Wenn unser Kopf allerdings verletzt wurde oder Torso und wir haben dort keine Herzen mehr, dann gehen wir sofort drauf, auch wenn theoretisch unser rechter Fuß noch irgendwie heil ist. Können wir eigentlich auch unseren Hintern verletzen? Das ist doch nicht mein Kopf! So, demnach ist der Lüt-Doktor wieder bereit für seine Patienten. Einfach mal den ersten hier hervorgerufen. So, mal gucken, was ist denn dein Wehwehchen, lieber, Herr Zombie? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wo drückt denn der Schuh? Ah, verstehe. Heiserkeit. Alles klar, dagegen hilft nur ein Mittel. Sagen Sie mal bitte, ah... Zack, zack. Haha, nice. Ja, ja, mit Heiserkeit ist nicht zu spaßen. Nicht, dass er noch jemanden ansteckt, ne? Wen haben wir jetzt als nächstes? Als nächstes haben wir... Damenbesuch, alles klar. Wie kann ich dir denn weiterhelfen? Ey, da hängt jemand wohl scheinbar an der Flasche. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, immer diese Kassenpatienten, die direkt übertreiben müssen, nur weil sie mal eine halbe Stunde warten müssen. Alter, trinken sie da ihre eigene Medizin? Das wird hier aber ungern gesehen. Was haben wir jetzt? Ein Skelett. Ah, direkt ein Headshot. Das ist genau das, was ich meinte. Weißt du, mit einem Hit können die uns direkt bekämpfen. Ja, ein Skelett ist schon ein schwerer Patient. Ganz ehrlich, das ist eigentlich ein Fall für die Notaufnahme schon fast. Ich meine, schaut ihn euch mal an. Ja, der besteht ja nur noch aus Knochen. Ich glaube, das hat so ein Skelett an sich. Jetzt lass mich in Ruhe. Nein, er hat meinen Arm getroffen. Und wir haben natürlich jetzt Abbaulähmung. Verdammt. Hat er wirklich meinen Arm und linken Fuß getroffen? Mal gucken. Ich würde eher sagen, das ist Torso und rechter Arm eben gerade gewesen. Aber okay, ich bin ja kein Arzt. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, einen Creeper, der... Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mich erraten. Also ein Tennisarm kann er auf jeden Fall nicht haben. Ah! Ich wurde schon wieder verletzt. Gibt's hier irgendwo einen Arzt? Okay, ich würde sagen, meine Sprechstunde ist vorbei. Ich werde mich jetzt mal weiter verletzen. Mal gucken, wie wir uns noch irgendwie Schaden hinzufügen können. Alter, was war das denn wieder für ein Tag, ey? Ohne Mist. Okay, dann versuchen wir uns jetzt mal weiter zu verletzen. Ich habe hier, wie gesagt, verschiedene Szenarien aufgebaut. Falls ihr weitere kennt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Wir haben jetzt zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ein Anvil auf unser Kopf fällt mit dieser Mod? Was passiert eigentlich, wenn ein TNT neben uns explodiert? Und weitere Spielereien, die wir jetzt mal testen werden. Einfach erstmal mit dem Anvil begonnen. Ganz ehrlich, bei meinem Dickschädel, ohne Mist, müssten wir das ja locker überleben, wenn ich jetzt hier ein Anvil hinplatziere, dann... Warte. Moment. Guck mal hier, jetzt haben wir Übelkeit, wir haben jetzt Nausea natürlich und das ist natürlich gerade im Kampf gegen einen Zombie oder gegen andere Mobs besonders gefährlich, wenn die euch irgendwie euer Kopf angreifen, dass ihr direkt mit Blindheit und Übelkeit zu kämpfen habt und ihr seid irgendwie am Kämpfen, dann ist das natürlich besonders fies. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir natürlich noch TNT, auch das werde ich mal hier in die Luft jagen. Mal gucken, vielleicht schlägt mich hier hin. Ja, doch, Torso, Alter. Wir haben fast unseren ganzen Körper weggesprengt. Auch hier werden wir mal ganz kurz unsere Schäden analysieren. Einmal haben wir Abbaulähmung, weil wir den rechten Arm gebrochen haben. Oh, das ist natürlich besonders ärgerlich. Und dann haben wir hier einen Schwäche-2-Effekt konstant, weil unser Torso ja fast auseinandergerissen wurde. Ich fühle mich schon ein bisschen wie so ein altes Wrack. Aber ganz ehrlich, ein Glück, dass wir noch ein paar Verbände hier haben. Einfach mal hier unseren Torso verbunden, so wie den rechten Arm. Und dann gucken wir mal, also ganz ehrlich, so langsam fühle ich mich schon fast wie eine Mumie, wenn es so weitergeht mit den ganzen Verbänden. Wo können wir uns denn noch irgendwie verletzen? Was passiert eigentlich, wenn wir keine Luft mehr bekommen? Noch könnt ihr alle mitwetten. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, der Kopf. Tatsächlich, der Kopf nimmt direkt Schaden. Allerdings habe ich das vorhin natürlich im Vorfeld ausprobiert. Eigentlich wird per Zufall immer irgendein Körperteil ausgewählt und dort wird halt random ein Herzchen abgezogen, ne? Also eigentlich hat man theoretisch noch etwas länger Zeit, um wieder aufzutauchen, ja? Das sei an dieser Stelle kurz erwähnt. Okay, dann springen wir als nächstes mal in Lava. Mal gucken, was dann passiert, wie schnell wir hier drauf gehen. Auch hier gehen wir wirklich binnen weniger Sekunden kaputt. Ich glaube, dass selbst hier nicht wirklich eine Diamantausrüstung hilft, ne? So, mal gucken. Was können wir denn und wie können wir uns denn noch Schaden hinzufügen? Hier haben wir im Übrigen, was ist das denn eigentlich? Ein Shop. Ein Shop im Krankenhaus, okay. Kaufen Sie unseren Kalender. Ernsthaft jetzt? Was soll das denn sein? Ist das so ein Bilderkalender mit den schönsten Operationen oder was? Alter. Fehlt nur noch, dass die irgendwie so eine Karte verkaufen wollen. Wegen besuchen sie uns bald wieder. Im Krankenhaus. Nein, ich möchte das Krankenhaus nicht wieder besuchen. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir noch verschiedene Räume. Mal gucken, was wir hier so alles anstellen können. Was haben wir hier? Ein klassisches Feuerzeug mit Flint and Steel. Mal gucken, was hier passiert. Einfach mal reingelaufen und mal gucken, was wir hier für einen Schaden bekommen. Okay, hier haben wir wieder eine Kopfverletzung bekommen. Linker Arm, Kopf, linker Fuß. Auch hier werden wieder per Zufall irgendwelche Körperteile ausgewählt. In dem Fall haben wir auch wieder Pech gehabt und wir haben mehrfach unseren Kopf verbrannt.
gerannt. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Raum. Hier haben wir jetzt, glaube ich, Kies oder Sand. Mal gucken, was passiert, wenn wir uns jetzt irgendwie in irgendwelche Wände eindrücken lassen. Das hatte ich mir auch noch überlegt. Einfach mal Kies auf uns draufgefallen. Ja, man kennt es ja, man hatte ja schon oft ein bisschen Sand im Auge. Mal gucken, wie da die Diagnose aussieht. Das muntere Verletzungsroulette. Der Torso hat auch schon gelitten und wir sind direkt gestorben. Ja, demnach haben wir fast alles abgehakt. Meine Diagnose lautet wie folgt. Ihr müsst weitere Videos von mir anschauen. Zum Beispiel die Mii Creep Mod direkt hier auf dem Bildschirm verlinkt. Kleine Helferlein, ganz tolle Geschichte. Schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Operation wieder. Das war auf jeden Fall euer Lit Doktor. Bis zum nächsten Mal. Werdet gesund. Bis demnächst. Bis dahin und tschüss.